Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Mittelerde nach einer kleinen. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges, auch wenn es hier nicht schattig aussieht. Ja, nach einer kleinen Pause sind wir wieder da. Ich musste mich ein bisschen aufwärmen. Jetzt bin ich wieder heiß. Okay, der war kacke, aber egal. Ja, wir sind jetzt hier in Gorgord. Ich glaube, ich war ja auch noch gar nicht, gell? Also, die Hauptquest führt mich dahin. Man sieht ja auch so ein bisschen auf dem Weg. Hier haben wir sogar auch noch hier, oh, Karnans Fluch. Das sieht schon mal geil aus, das Bild. Ja, ich würde mal sagen, auf diesem Weg dorthin machen wir einfach hier das Monument mal platt. Wir düsen eh voll durch. Und bevor wir eigentlich Hallo? Was atmet da hier so komisch? Bevor wir auch richtig durchstarten, können wir mal auch noch schauen. Gerade beim Charakter, wir haben 4 Punkte noch. Wir haben hier auch schon einiges. Beim Geist wollte ich eben auch ein bisschen weitermachen. Wir haben hier eigentlich gar nichts. Hier haben wir ja das Elbenlicht, gewaltige Explosionen, die Umstände Feinde betäubt und Verübungen erblinden lässt. Das benutze ich eigentlich groß gar nicht, weil ich meistens eher die Hinrichtung nehme. Elbenlicht setzt Feinde zusätzlich in Brand. Ach so, zusätzlich friert sie ein. Oder vergiftet. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Da konnte ich mich ja nicht richtig entscheiden. Das hat mir hier nochmal drüber gebeten, um alle Feinde im Bereich vor dir einzufrieren. Das benutze ich eigentlich immer ganz gut. Friere deinen Feind ein, B drücken und lass dann mit den Klingenhageln los. Ja, das machen wir so. Was haben wir denn hier? Verzehren, drücke bei voller Macht A, B, um einen Feind im Kampf schnell zu verzehren. Das könnte ganz gut sein. Gerade dann, um Leben zu bekommen. Was kann man denn hier verbessern? Ziele werden verzehren mit R und drücke X, um weitere Feinde aufzuzehren. Ah, kostet dich jedes Mal Fokus, okay. Verzehren erhöht den Zorn. Verzehren wirkt gegen Orlocks. Oh, das ist aber echt auch richtig fett. Also gegen die Orlocks. Das ist nice. Was haben wir hier? Schatzsucher. Sammle automatisch Beute von besiegten Gegnern ein. Okay, das ist eigentlich auch ganz gut. Das nervt immer so ein bisschen das Aufheben. Das bekommen wir zum Beispiel. Bessere Chance von besiegten Feinden, Juwelen höhere Qualität zu erhalten. Das ist so storybedingt. Das ist eben so eine Sache. Eigentlich kann man immer nur eins wählen. Das ist dann Schwachsinn hier, theoretisch. Beherrschen wirkt schneller. Erhöht die Chance auf hochwertige Ausrüstung von Hauptmännern oder höherrangigen Orks. Ob das dann sich überhaupt lohnt, dann einen Punkt auszugeben? Das ist so ein bisschen meine Frage. Schattenangriff erreiche einen Feind sofort, indem du ihn anvisierst. Ah. Das heißt, wir können uns sozusagen hochschießen. Das hört sich auch richtig cool an. Okidoki. Dann flitzen wir einmal los. Sadras ist jetzt verfügbar, ja, weil wir jetzt irgendwie die neue Fähigkeit haben, die das voraussetzt. Oh, da sind noch ein paar viele. Hier schon fast zu viele. Aber die kämpfen so ein bisschen. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt. Probieren wir hier so ein bisschen durchzuschlüpfen. Oh, apropos, wir sind ja jetzt ein neues Gebiet. Oh! Alter, okay. So, wir können ja hier die Würmer wieder... Oh, wieso brennt's hier auch? Leute, was habt ihr getan? So, guten Tag. Oh, da ist noch hier ein großer... So, wir haben jetzt einige. Machen wir einfach mal hier den Oberherrn. 40. Okay. Wir sind, glaube ich, 29 derzeit. Aber jetzt kann ich alleine gegen alle kämpfen. Ich hau ab. Oh, das ist ein Juwel. Wieso ist hier ein Juwel? Können wir gleich mal hier probieren. Tatsächlich. Es nimmt einfach automatisch ein. Oh, hier sind nochmal zwei. So, einmal hier im Nahkampf sogar. Alter, da oben ist nochmal einer. Ein Häuptling? Richtig viele Häuptlinge. Das ist ja krass. 37, aber war, glaube ich, nicht mal episch. Wenn ich das, glaube ich, richtig gesehen habe, ist er zu schnell weggeklickt. So, Arch.
Ah, der bleibt einfach stehen, weil er brennt, oder wie? So, wir machen ja einfach die ganzen Häuptlinge erstmal hier. Ja, hier, der ist episch. So, okay, wir gehen einmal weiter. Alter, das sind so viele. So, gehen wir mal hier nach oben. Alter, was ist das für ein Monument? So, bam. Einmal kaputt. Und automatisch. Hier. Eingesammelt. Alter, wo ist denn der? Ist dieser Wurm? Sind ja sogar auch mehrere. Der rennt weg. Eine wichtige Nachricht, die möchte ich einmal haben, mein Freund. So, was war der? Der war nicht episch. Der auch nicht. Alter, Stufe 329 war die Festung. Das ist natürlich schon einiges, aber wir können sie auch um einiges schwächen. Scharnrin? So, ah, egal. Wir gehen einmal weiter. Welche Mission hatten wir? Wir hatten ja diese hier gewählt. Wir müssen Baranor finden, bevor es zu spät ist. Er ist ein Köder, Talion. Und er wird leben, bis wir kommen. Na dann, und danach, wenn wir gekommen sind, was passiert dann? Das ist die große Frage hier. So, oh, verdammt, ich habe gedacht, ich kann hier hochklettern. Hier habe ich mir irgendwie so in die Ecke eingeengt. So, mal auf unsere Seite, vielleicht bringt es uns was. Vielleicht auch nicht. So, Baranor wurde von den Orks gefasst, doch er ist noch nicht verloren. Arbeite mit Ildril zusammen, um ihn zu retten. So viel Tod. Der Tod wäre diesen Menschen eine Gnade. Der Zweck dieses Lagers ist die Folter. So, okay. Gondoraner retten, also spezielle Nebenquest. So, das ist eben die Frage, ob die jetzt markiert werden. Die sind alle hier unten. Befehle sind Befehle. Wenn er uns zu dem Rest dieser Ratten führt, ist es das wert. Warum? Warum sie nicht ab? So, ich hoffe, der geht nicht drauf. Ja, der stirbt hier nicht. Alter, die Ghule sind hier gekommen. So, genau, greift die mal ein bisschen an. So, einer geht auf meine Seite. Oder vielleicht sogar mehr. Die kriegen es gar nicht mit. Bauen mir eine Armee auf. Scheint auch ganz gut. Weil dann kämpfen sie für mich. Alle sind so ein bisschen abgelenkt. Können wir die alle erstmal so ein bisschen befreien. Ah, nein, nein, nein. Wollte ich doch gar nicht. Wollt ihr den... Hallo, da steht losschneiden und er packt einfach den anderen immer. So, noch mehr Leute für meine kleine Armee. So, ich weiß nicht, ob es da irgendwie so ein Limit gibt oder so. Ah, ich wollte hier rüber. Aber dann geht's eben weiter nach oben. Kann man auch machen. So, hier sind ein paar. So, der hat mich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Der mit der Beute. Okay, jetzt schon. Oh, der hat den einen geschlagen. Auch ganz gut. Oh, jetzt sind es plötzlich alle hier. Moment. Ging das nicht ein bisschen schneller?
So. Dann muss ich es eben einmal hier schön aufräumen. Alter, der ist gar nicht hingeflogen. Gibt's ja gar nicht. So, der hier und der will auch noch. So, nun kann man hier ein paar losschneiden. Richtig schön, drei auf einem Fleck. So, einmal hier, dann können wir nach oben gehen. Hier, oder hier drüben sieht man zwei. So, was riecht er denn? So, der da. Wow. Danke dafür. Oh no. Sorry, sorry, sorry. Eigentlich wollte ich natürlich den anderen schlagen. So, du da. Komm mal zu meiner Seite. Mal ein bisschen mehr Chancen haben. So. Ah, verdammt. Ich wollte ja gerade ausweichen, aber das ging halt in der Aktion nicht. So, die Kleinen kann man schon relativ easy fertig machen. Aber der eine da, der Oberherr, der macht mir da schon noch ein bisschen Sorgen. Wenn er da schon ein bisschen stärker rüberkommt. So, eine noch. So, kann ich hier rüber? Genau. Naja, ganz nach oben wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, aber okay. Könnten theoretisch einfach hier die Explosion machen. Würde reichen. So, war er nur da drüben? Oh, hier ist schon Olok. Mal ein bisschen aufpassen. Okay, wurde angegriffen. Oh, so weit wollte ich gar nicht hin. So, irgendein... Was? Ups, okay, schon gesehen. Na, jetzt kommen sie alle hier, ja. Ah, 23! Wie süß! So, komm her! Will jemand angreifen? Schätze, du willst dieses Lager auslöschen, damit du sagen kannst, du hättest etwas ausgerichtet. Naja, es macht gar keinen Unterschied. Naja, hier auslöschen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, du bist mir nur ein bisschen im Weg, weil du eben Baranor gefangen hast. Eigentlich geht's nur um das. 33? Okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh. Okay, ein bisschen mehr Konzentration auf die kleineren hier. Oh, guten Tag. Wow. So, oh ja. Hier gerade ein bisschen benebelt. 23? Soll man nehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt komme ich nicht hier rüber. Das heißt ja auch besiegen. Komm, machen wir ihn fertig. Alter, was hat der gerade geworfen? Das war ja auch nicht kacke, oder? Was war das gerade? Eigentlich habe ich gerade nichts gemacht, aber okay. So, komm, geh down. Nummer 1.
Oh, Stufe 30. Oh, irgendwas ist rot. Irgendwas ist rot. Ach, das ist so ein Knaller. Wie der eine damals. Kritischer Treffer. Oh, jetzt hat er die Hand erfahren. Ah, ein bisschen blöd. Woher habe ich eigentlich auch die Pfeile herbekommen? So, einmal unten durch. Ja, okay, das war eben. Wow! Alter! Okay. Also nicht geplant. Oh, er ist ja schon ein bisschen benommen. Er taumelt. Ah, ich habe keine Hinrichtung. So, jetzt aber. Auch wenn es nur eine kleine ist. Bist am Ende. Oh oh, jetzt geht ab, du. Du stirbst und dann dreht er sich weg. Du bist gut. Alter, hat er von hinten raus. Hallo? So, komm. Alter, immer noch nicht kaputt. So, vorne hintern. Der Drill ist schon, ja, leicht angeschlagen. Guck mal, wie ich ihn wegschieb. Da schwabbelt er zu Boden. Keine Sorge. Du hast uns gerettet. Schon wieder. Du hattest recht. In Mordor zu bleiben ist unser Untergang. Doch ich kann nicht gehen. Milady. Dann sterben wir. Gemeinsam. So, okay. Gibt's irgendwas Besonderes? Oh, hier Doppeldingerbums. Hier schließe alle Gondor-Aufträge ab. Okay, das hört sich ja irgendwie fast schon an, irgendwie so. Wie so ein Ende. Wieso hat das jetzt zweimal so blub blub gemacht? Komisch. Neue Fähigkeit: Eisenwächter. Aktiviere diese Verbesserung, um herbeigerufene Krieger viel stärker zu machen. Okay. So, okay, alles klar. Wir haben jetzt eben hier... Ah, Karnans Fluch war da eben noch. Genau, wenn wir jetzt in die Aufträge reinschauen, haben wir jetzt hier komischerweise 100%. Hier 100%? Aber das ist doch nicht die quasi Ende der Story, oder wie? Das verstehe ich nämlich nicht so ganz. Weil hier haben wir 40% El Tariel, aber ich denke mal, das ist eher so eine Nebenquest. Hier müssen wir alle Türme noch machen. Weil hier haben wir halt Kanan-Aufträge. Das ist eigentlich auch so, glaube ich, eher so nebenquestmäßig. Bruce. Komischerweise nur 33%. Aber alles, was wir hier haben, ist mal zumindest abgeschlossen. Und das sind eben nur eigentlich die Burgen einnehmen. Wobei ich das auch ein bisschen seltsam finde. Wir haben 2 eingenommen von 4 und haben erst 14%. Weil da wird dann nicht alles angezeigt. Ich weiß es nicht. Irgendwie ein bisschen seltsam. Der ist eben gesperrt und der ist ja woanders. Ja, wir haben doch hier eine Mission. Bin ich jetzt blöd? Wir hatten doch hier... Ah ne, Kanons Fluch war, das ist ja nicht El Tariel. Ja, dann würde ich mal sagen, flitzen wir dahin, oder? So ein bisschen uns rechts halten. Der Balrog erhebt sich und wir müssen ihn in die Tiefen zurückschicken. So, wir flitzen einfach mal durch. Aus dem Weg. Tuh, voll weggebumst, okay. So war es eigentlich nicht geplant, aber... Na gut.
Ja, jetzt geht er hier mal ein bisschen nach oben. Geht wieder nach unten. So, habe ich mir das gedacht. So. Ah, ich wollte den eigentlich im Nahkampf so ein bisschen machen, aber ging nicht ganz mit dem Beherrschen. So, was haben wir hier Tolles? Oh, der hat viele Hauptmänner unter sich. Aber auch nichts Episches eigentlich. Oder Legendäres. Wie auch immer. Relativ normaler. Oh, Alter, was ist hier los? Da, wo ich hin muss. Da geht's voll ab, du. So, ja, wir sind durch. Aber kein Wurm. So, oh, was haben wir hier? Verrisse im Boden. Müssen wir mal so ein bisschen rumspringen. So, und diesmal werden wir wohl nicht so eine Waldbestie haben, sondern eher so eine Feuerbestie. Da passt ja ein Drache auch ganz gut. Oh, irgendwie habe ich gedacht, dass wir an den Turm hin müssen. Ich habe noch nie etwas über diese Balrogs gehört. Kaum jemand hat überlebt, um davon zu berichten. So, Targoroth erhebt sich aus seiner Grube in Gorgoroth. Er darf die Oberfläche nicht erreichen. Was erwecken sie? Sie beschwören den Tod. Den Tod für uns alle. Okay. Besiege 10 Akolyten. Was soll das denn Akolyten? Alter, wieso habe ich so komische Geisterhände? Oh, er hat mich fast gesehen. Oh, einer hat mich gesehen. Alter, wie viele Pfeile sind hier? Jetzt haben wir so mega viele Pfeile. Wir sehen den Akolyten-Hauptmann und das andere. Mein, wo ist denn der? Irgendwo unter mir, über mir, hier oben. So, du da, geh mal weg. Tschüss. So, hier drüben auf dem Turm ist auch noch einer. Mega Rübs. Machen die hier. So, und dann sind hier drei, da drei. Auf den anderen Turm noch, okay. So, oh, sehr schön hier rüber. Jetzt bin ich ganz auf den Boden gekommen. Und schon mal ganz gut eigentlich. Aber so viele Gegner sind hier, glaube ich, gar nicht. Gut, natürlich, dass sie ein bisschen abgelenkt sind. Ah, gleich hier eingesammelt. So, voll in die Mitte, ey, gell? Das Ritual kennt keinen Kampf. Welch Ehre, ihn zu treffen, den berühmtesten toten Mordors. Du hast die Welt mit deinem Ringtrick ganz schön aufgemischt.
Daraufhin war es ein leichtes, Targoroth hervorzulocken. Jetzt steigt er auch schon empor und kommt dich holen. Nö, nö. Aber du kannst mal schön hier bleiben. Und hier noch rein. Bam. Erstmal ein bisschen Feuer machen. Und er ist auf die Kollegen hier. Müssen wir eben alle noch fertig machen. So, wir haben... Boah, jetzt kommt da so ein blöder... Der Bestie. Autsch. Ich nochmal getroffen. War schon halb tot. So, ich brauche ein bisschen Leben. Es war auch quasi besiegt. So, in der Luft selber kann man leider nicht angreifen. Der macht einfach weiter. Mit dem los. Der hat Probleme. So, oh mein Geist. Ist ja gar nicht. Heieiei. Aber irgendwie haben wir die Hinrichtung, glaube ich, nicht gemacht. Er geht nicht down. Was ist denn los mit dem? Sei nicht traurig. Das ist nicht das Ende. Ich werde alle toten Mordors auferwecken. All die Leben, die du nahmst. Und wenn sie erwachen, wen glaubst du, werden sie aufsuchen? Oh ja, wir sehen uns wieder. Ah, spring in die Grube. Okay. Wenn ich das machen muss. Narren, niemand zähmt einen Balrog. Dieser Feind ist zu stark, Celebrimbor. Nicht, wenn der Geist von Karnen mit uns ist. Erweckt von Todesring, sengende Flammen von euch erweckt. Von euch erweckt. Okay, auf den Rücken. Zusätzlich werde ich nicht von herabstürzenden Trümmern getroffen. Okay. Bam! Okay, jetzt wird er wohl voll auf... What? Auf uns gehen. Boah. Ah. Richtig übel. Oh, wie viel da kommt. Ah, jetzt ist schon ein bisschen blöd. Jetzt ist schon ein bisschen sehr blöd. So, wir müssen einmal hier rüberkommen. Ja. So, hier treffe ich, glaube ich, nicht richtig. Ah, hier. Ah, verdammt. Bin ich blöd in der Ecke hängen geblieben. Nein! Manchmal sind da so viele. Er dreht sich schon wieder so ein bisschen weg. Die Frage ist nur... Wow, wie viele... Die Frage ist natürlich nur, wie viel Kanon auch an Leben hat.
sehe jetzt nur von Tal das Leben. Ja, was machst du? Komm. Oh, dreht er sich hin? Hier rüber. So, dreh dich. Oh, ist geschützt gerade. Oder muss ich weiter nach oben? Weil oben war auch noch so ein bisschen was. Oh, was ist denn hier los? Richtig viel. Guck hier, zum Beispiel an der Schulter. Na, was willst du? Faucht mich immer nur an. Und dann ignoriert er mich gleich wieder. So, was? Das hat sogar geklappt? Dass ich nicht getroffen werde. Ja, okay, vielleicht war es ganz knapp. Also, wie darf ich den jetzt hier bewegen? So ein bisschen wie normal sonst auch, oder? So, wir warten hier mal ein bisschen. Wir machen ein bisschen schneller. So, hallo nach oben bitte. Alter, so ein Riesenviech. Auch cool, dass man es selber steuern kann. Auch wenn ich jetzt denke, wir können nicht so viel machen, aber... Boah. Alter Falter. Oh ja, weiter drauf. Kann ich irgendwie jetzt angreifen oder... Alter, das ist richtig schnell. So, kann ich selber auch angreifen? Ja, ich kann schon angreifen. Bam, bam. Bam. Steht voll an der Kante. Oh. Na, ah, nur B. So, oh, kommt er mit seiner Peitsche her an. So, jetzt bin wieder ich am Zug. Einmal gekontert. Noch ein paar Schläge hinterher. Oh, das B hat sogar auch gesessen, obwohl ich zwei Chips nur gedrückt habe. Aber ich glaube, nachdem ich angegriffen habe und er mich so zurückschubst, kommt immer das B. Bam, bam. Bleib unten. So, jetzt ist, wieder die Peitsche. So, wieder Y. Ah, ist wieder unten am Boden. Verliert langsam seine ganze Kraft. Ja, was machst du jetzt? Wieder angreifen. So, was? Aufgeladen Schuss in die Brust. Oh, das war daneben, glaub. Bisschen ans Horn. So, wieder auf Kanon drauf. Und ja, noch gutes Leben. So, schnell hinterher. Von Karnen hat die Zerstörung und Wiedergeburt von Mittelerde viele Male erlebt. Sie war schon lange vor uns hier und sie wird noch lange nach unserem Untergang fortbestehen.
Ja, das war's aber ja noch nicht so ganz, weil wir ja eben Taron noch nicht besiegt haben. Wenn wir Thargoroth nicht aufhalten, wird er weit jenseits von Mordor wandern, nach Rohan und Gondor. Das darf nicht geschehen. Ja, das darf eben wirklich nicht geschehen. Das kann aber jetzt sein, wir müssen vielleicht so ein bisschen in ein anderes Gebiet. Was haben wir hier noch von der Mission? Hier haben wir eben die Festung einnehmen. Aber ansonsten würde ich da mal sagen, ich mache hier mal einen Break. Wir sehen uns im nächsten Part dann hoffentlich auch wieder. Und bis dahin sage ich wieder schauen und reingehauen.